euch ein und kommt in den Energiekreis. Psst. Also ruft sag mal ab, bitte leise. Ich versuche gerade in der Sendung die durchzukommen. Sagen, die Engel sagen drei Energie. Mama, das ist mein Handy. Was machst du denn? Ich habe dir das ganz bestimmt nicht gegeben, damit du wieder bei so einer blöden TV-Abzocke anrufen kannst. Weißt du eigentlich, wie teuer die sind? Aber du hast doch eine Flatrate. Eine Flatrate? Da sind Sondernummern aber überhaupt nicht mit einbegriffen. Die sind schweineteuer. Mama, ich habe dir das Handy für Notfälle gegeben, hey, damit du ein Handy zu Hause hast. Gib das her. Ich warte schon so lange. Mama, ich kann das alles nicht mehr bezahlen. Wer bezahlt denn unsere Telefonrechnung, seit unser Festnetz abgestellt worden ist? Was ist das überhaupt? Das ist deine Rechnung. 250 Euro? Wie kann das denn sein? Boah, Mama, das ist alles nur wegen deinen bekloppten Wahrsagern. Wie soll ich das bitte bezahlen? Ich verdiene nur 450 Euro. Kann eine Telefonrechnung erstmal nicht mehr bezahlt werden, erhöhen sich die Kosten mit jeder Monatsrechnung. Zuerst kommen Mahnkosten dazu, dann Gebühren für Rechtsanwälte und am Ende hohe Schadensersatzforderungen für die restliche Vertragslaufzeit, wenn das Vertragsverhältnis vom Telefonanbieter wegen der rückständigen Zahlung vorzeitig gekündigt worden ist. Das ist so unfair, ne? Nur weil du dein bisschen Sozialhilfe schon am Anfang des Monats rausknallst. Für irgendwelchen Nippes und den ganzen bekloppten Wahrsagern. Aber die sind doch so wichtig. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Guck dir das mal alles an. Was willst du denn mit diesem Müll? Weißt du was? Letztens, da musste ich sogar einen Mitschüler von mir anschnorren, damit er mir Geld für ein Brötchen gibt. Weißt du, das ist doch nicht normal, oder? Was ist denn das? Findest du das wirklich gut? Das ist neu. Dafür willst du dein Geld ausgeben? Und die ganzen alten Zeitungen sind doch uralt. Was willst du denn damit? Lass das. Und die sind viel wert. Viel wert? Was willst du denn mit dem ganzen Scheiß? Kathleen ist krank und braucht dringend Hilfe. Das Messi-Syndrom ist eine psychische Wertbeimessungsstörung. Das heißt, Betroffene schätzen den Wert teils nutzloser Dinge völlig anders ein. Das kann von totaler Vermüllung bis hin zur Verwahrlosung führen. Ich bin durchgekommen! Schalt mal den Fernseher Mama, an! Entweder du kriegst das hier jetzt mal auf die Reihe oder ich bin weg! Weißt du was? Ich lass mich von dir nicht erpressen. Wenn es dir nicht passt, dann geh doch ins Kinderheim. Mama! Die Mutter hat die Sorgepflicht. So einfach kann sie ihre Tochter nicht abschieben. Sarah könnte sich jetzt ans Jugendamt wenden und dort könnte sie eine ambulante Erziehungshilfe vermittelt bekommen oder im betreuten Wohnen untergebracht werden. I never thought you would take over my mind, 'cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my Hey, Sarah. Hey. Was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Ich habe mich mit meiner Mutter voll gestritten. Ich bin gerade einfach abgehauen. Und weißt du, ihr ist das scheißegal. Die ist sogar froh, wenn ich weg bin. Ach, Quatsch. Doch, das hat sie gerade sogar selber gesagt. Oh Mann. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Ich bin doch erst 17 und Geld habe ich auch keines mehr, weil das ist alles schon diesen Monat für den Haushalt draufgegangen. Wie, du musst den Haushalt finanzieren? Ja, meine Mutter kriegt das alles nicht so gut hin. Und 250 Euro Handyschulden habe ich wegen dir auch noch. Soll ich vielleicht noch mal hochgehen und mit ihr reden? Auf keinen Fall, das musst du mir versprechen, okay? Na gut, aber auf der Straße schlafen kannst du ja auch nicht. Ich würde dir anbieten, bei mir zu schlafen, aber du weißt ja, wie meine Mutter ist. Ja, die mag mich nicht so, oder? Ich glaube, es geht eher um deine Mom. Ja, okay, kann ich auch verstehen. Wir leben halt voll zurückgezogen und ja, wir laden die Leute ein. Und die ganzen alten Zeitungen sind doch uralt. Was willst du damit? Lass das. Die sind viel wert. Aber wohin soll ich denn jetzt gehen? Ich hab doch niemanden. Dieses hohe Schamgefühl ist ganz typisch für Familienangehörige von Messis. Die Krankheit soll verheimlicht werden und nicht selten führt das in die soziale Isolation. Hey. Na, alles klar? Hi. Hallo. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade rausgeflogen und hatte voll Stress mit meiner Mutter und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Na, willst du erstmal zu mir kommen? Ich meine, so ein junges Ding kann doch nicht einfach irgendwo draußen auf der Straße pennen. Du kannst im Wohnzimmer schlafen. Das wird gehen. Oh, das wäre auch echt nicht für lange. Ja, klar. Du und darüber brauchst du ja auch gar keine Sorgen machen. Ich meine, du bleibst einfach so lange wie nötig. Oh, danke. Das ist voll lieb.
Ja, du, bloß ein Problem. Ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen. Ich bin aber in circa 2 Stunden wieder da und dann sind auch meine Kinder wieder zurück. Und dann kommst du einfach vorbei. Okay, okay? Danke. Bis nachher. Dann mach's gut, ihr beiden. Tschüss. Willst du echt bei dieser Jacqueline schlafen? Über die und ihre Kinder erzählt man sich ganz komische Sachen hier in der Gegend. Angeblich schickt sie ihre Kinder klauen. So ein Quatsch. Immer diese Gerüchte, ne? Über mich und meine Mutter wird auch so viel gelästert und die kennen uns alle überhaupt nicht. Das ist was anderes. Natürlich soll man nicht auf Vorurteile und Nachbarschaftstratsch hören. Bei einer völlig Fremden einzuziehen, könnte aber gefährlich sein. Denn man weiß ja gar nicht, auf wen man sich da einlässt. Na gut, wenn was Komisches vorfällt, meldest du dich bei mir. Ja, ist okay. Aber vielleicht kannst du ja doch noch mal mit deiner Mutter reden und euch vertragen. Ja, ich werde morgen noch mal mit ihr reden, aber ich brauche jetzt echt erst noch ein paar Stunden Ruhe von der. Oh ja, und Steve, hast du vielleicht noch ein bisschen Geld für mich? Ich habe so einen Hunger. Oh nee, sorry, ich bin selber total pleite. Aber ich warte mit dir, bis Jacqueline zurückkommt. Okay. Das ist ja richtig schön hier. Hm. Und guck mal, die Couch, die mache ich dir nachher schön gemütlich und dann kannst du drin schlafen. Hm? Oh, danke. Aber du hast so bestimmt erstmal Hunger. Ja, und wie? Na komm mal mit. Voll. Ja? So. Hi. Hi. Finde ich richtig cool, dass du jetzt bei uns schläfst. Aber nicht, dass du jeden Morgen stundenlang im Bad brauchst. Ach Quatsch, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay. Setz dich doch erstmal. Okay. Guck mal, ich habe mir gerade was aufgetan. Ganz frisch. Oh, danke schön. Lass es dir schmecken. Ein geregeltes Familienleben. Für Sarah ein Traum. Trotzdem muss sie erstmal vorsichtig bleiben und die neue Familie beschnuppern. Es war so lecker. Oh Mann, das freut mich für dich. Ich habe auch noch was für dich. Guck mal. 50 Euro. Oh. Ein bisschen Geld kannst du immer gut gebrauchen. Ich verspreche dir auch, ich gebe dir das sofort wieder, sobald ich meinen nächsten Lohn bekomme. Ich habe nämlich einen Minijob in einem Schmuckladengeschäft. Ach ja? Der neben dem Blumenladen? Ja, genau. Ah, oh, den kenne ich. Schöner Laden. Na dann, auf Sarah. Prost. Ja, doch wieder hier. Ich dachte, dir passt es hier nicht. Ja, tut's auch nicht. Es sieht ja aus wie ein Dreckstall. Ich halte das auch echt nicht mehr aus, Mama. Komm, lass uns zusammen aufräumen. Los jetzt, zahlt bitte schneller. Sag mal, geht's noch? Und was machst du mit meinen Flaschen? Die willst du auch noch beklauen? Alles, was hier rumliegt, das ist pures Geld. Wenn ich die ganzen Flaschen zu Geld mache, dann kann ich vielleicht einen Teil der Handyrechnung bezahlen. Pures Geld. Das sind meine Flaschen und die müssen da bleiben. Messis haben Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen und Notwendiges zu erledigen. Sie können ihre Handlungen nicht steuern oder sich ihre Zeit einteilen. Sie gehen also im Inneren wie im äußeren Chaos unter. Mama, jetzt hör mir mal zu. Guck mal, wenn wir die ganze Wohnung sauber machen, dann kann das richtig schön hier für uns beide werden. Vielleicht könnten wir sogar mal Nachbarn einladen und alle Leute reden schon über uns. Weißt du eigentlich, wie peinlich mir das ist? Ich habe gestern bei Jacqueline geschlafen und da war alles tipptopp. Oh, das ist ja richtig schön hier. Hm. Das war richtig schön. €280. Mehr habt ihr nicht erbeutet? Oder habt ihr eigentlich was eingesteckt? Nee, war eben nicht viel los in der Stadt. War nicht viel zu holen. Dann gebt euch gefälligst mehr Mühe. Ihr wisst doch ganz genau, unter 500 Euro braucht ihr mir nicht nach Hause zu kommen. Jacqueline schickt ihre Kinder offensichtlich auf Diebestour. Dabei machen sich die Kinder jeweils des Diebstahls strafbar und deren Mutter der Anstiftung dazu.
Kinder, die von klein auf in die Kriminalität gedrängt werden, lernen, unehrlich und übergriffig zu sein. Sie haben vollkommen falsche Vorstellungen über das soziale Zusammenleben. Und das rächt sich. Mama, wenn wir das hier alles aufräumen, dann kann das ja eine richtig tolle Wohnung für uns beide werden. Nein! Ich mag die Wohnung so, wie sie ist. Und für mich ist es hier sehr gemütlich. Du findest das hier gemütlich? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mama, wenn du hier jetzt nicht aufräumst, dann ziehe ich endgültig zu Jacqueline. Da ist es nämlich sauber und die sind eine richtige Familie. Wenn es dir da besser gefällt, verschwinde. Dann gehe ich eben. Hi. 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 Hey. Ich habe mich jetzt endgültig mit meiner Mama zerstritten. Aber du, das ist doch gar kein Problem. Du kannst gerne noch länger hier auf der Couch übernachten. Hm? Ich würde das gehen. Na klar. Das ist überhaupt kein Ding. Geld habe ich auch keines mehr, weil das ist alles schon hier so mal für den Haushalt draufgegangen. Und 250 Euro Handyschulden habe ich wegen dir auch noch. Und das ist noch eine Sache. Und so. Das ist mir auch echt voll peinlich, aber kannst du mir vielleicht noch ein bisschen Geld leihen für die Monatskarte und für Essen? Das ist gar kein Problem. Guck mal, ich gebe dir 280 Euro. Reicht das fürs Erste? Ja. Mach ich doch gerne. Danke. Ich bin echt richtig glücklich, dass ich den Job hier habe. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Das machst du richtig gut. Und du bist die einzige Mitarbeiterin, auf die ich mich verlassen kann. Ich mache jetzt eine kurze Pause und lass dich kurz alleine. Ist das okay? Ja, klar, kein Problem. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Oh, hi, was macht ihr denn hier? Ist irgendwas passiert? Sag, es gibt Stress zu Hause. Meine Mutter kann diesen Monat die Miete nicht zahlen. Hä, warum das denn? Wegen dir, Mann. Warum fragst du denn noch so blöd? Guck mal, wir haben hier gerade unseren Guten Tag. Das ist ganz frisch. Oh, danke schön. Lass ihn dir schmecken. Guck mal. 50 Euro. Ein bisschen Geld kannst du immer gut gebrauchen. Du hast dir so viel Geld von meiner Mutter geliehen und wirst einfach durchgefüttert wie das dritte Kind im Haushalt. Ja, aber ich verdiene auch nur 450 Euro und die kriege ich erst Anfang nächsten Monats. 450 Euro? Willst du mich verarschen? Meiner Mutter fehlen ungefähr 500 Euro aus der Haushaltskasse. 330 Euro hat meine Mutter dir geliehen und dann kommen noch die ganzen Unkosten dazu. Welche Unkosten? Na, Mietanteil, Strom, Wasser und so weiter. Und du willst ja noch eine Weile bei uns wohnen, oder? Das wird immer mehr. Ja, was soll ich jetzt machen? Naja, wir haben schon so eine Idee. Oh. Ja. Ihr könnt das doch nicht einfach klauen. Hallo, spinnt ihr? Ich verliere durch meinen Job. Ja, da hast du wohl Pech, oder? Komm, wir gehen. Sarah muss jetzt sofort die Polizei verständigen. Ansonsten läuft sie Gefahr, sich wegen Beihilfe des Diebstahls strafbar zu machen. Dafür kann sie genauso hart bestraft werden wie die beiden Täter. Du weißt davon? Du weißt aber schon, dass der Schmuck geklaut ist, oder? Ja klar, ist doch selbstverständlich. Meine Kinder liefern ihre Beute immer bei mir ab. Willst du echt bei dieser Jacqueline schlafen? Über die und ihre Kinder erzählt man sich ganz komische Sachen hier in der Gegend. Angeblich schickt sie ihre Kinder klauen. So ein Quatsch, immer diese Gerüchte, ne? Über mich und meine Mutter wird auch so viel gelästert und die kennen uns alle überhaupt nicht. Das ist was anderes. Das stimmt, ist also doch, was man über euch sagt. Du schickst deine eigenen Kinder klauen? Das geht nicht. Jacqueline, die müssen den Schmuck sofort zurückbringen, bevor meine Chefin das bemerkt. Weißt du, dann bin ich meinen Job los. Aha. Und warum? Warum? Weil ich dann vielleicht kein Geld mehr verdiene und die Schulden bei dir gar nicht mehr abbezahlen kann? Oh, Sarah, es gibt effektivere Methoden, um an Geld zu kommen, Mann. Statt sich hier in irgendeinem blöden Laden die Beine an den Bauch zu stehen. Ich meine, was denkst du, wovon ich mir mein Arbeitslosenleben finanziere? Die Kohle, die reicht vorne und hinten nicht.
Und meine Kinder helfen mir dabei. Sarah wird in die Kriminalität gezwungen. Sie müsste sich dringend Hilfe holen, denn jetzt gerät sie in eine Abhängigkeit.